Hallöchen und wieder mal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Company of Heroes. Euch fällt vielleicht gerade auf, dass es heute schon die vierte Folge, dass es diese Woche schon die vierte Folge ist. Es liegt einfach daran, dass ich mit dem Sam nicht dazu kam, Divinity aufzunehmen. Deswegen jetzt halt nur nochmal erwähnen, obwohl ihr schon längst gemerkt habt, Divinity fällt tatsächlich aus diese Woche. Ist halt so, kann man nicht ändern. Ich hoffe, euch freut trotzdem, dass ihr dafür so viel Company of Heroes seht. Ist auch was Schönes. Raketen im Anflug! In Deckung! Es wird Zeit, dass wir die Crowds in Stücke schießen. Halte die Linie! Die geben bald auf! Sag mal, es gibt ja nur eine logische Möglichkeit, die wir haben. Wir werden die Soßen leben ficken, wie sie es noch nie gesehen haben. Und dazu werden wir gleich anfangen. Sobald wir die 250 voll haben, werden wir erstmal diese Scheißstellung hier wegbomben. Aber so richtig hardcore, so richtig Breitseite weg. Und dann werden wir einen Sturm machen. Das werden wir gleich machen sogar. So, Sturm hier rein. So. Oh ja, der auch natürlich. So, die 250 habe ich. Wo kommt denn der Panzer her? Okay, das ist hart. Das ist natürlich jetzt belastend. Wir brauchen hier einen Nebelwerfer weniger. Gute Arbeit, Männer. Wir haben alle erwischt. Wir bomben hier alles rein, was wir haben. Zerstören das Hauptquartier noch in der letzten Minute. Oh ja, fresst das, ihr Deutschen. Ich finde irgendwie krass, dass der überlebt hat hier. Der Ostwind glaubt, er kann sich mit uns anlegen, ja?
Wie gefällt dir das, Bitch? Autsch. Ja, kann ich immer alles klappen, ne? Geschafft. Geschafft. Ja. Wir haben das Hauptquartier zerstört. Ja, wir haben den Nebelwerfer ausgeschaltet. Hätten wir gar nicht gemusst. Und wir haben den Rest auch geschafft. Ist ja ganz klar. Und wir haben heute gerade mal Donnerstag. Okay, wir fortfahren. Wir haben den Kontakt zur Charlie-Kompanie verloren. Ihr Befehl lautete, den Hügel 192 einzunehmen. Allem Anschein nach ist es ihnen nicht gelungen. Wir wissen, dass die Panzerlehrdivision mit der Verteidigung von Saint-Lô beauftragt wurde. Das Panzerass Josef Gunther Schulz wurde in diesem Gebiet gesichtet. Bevor wir Saint-Lô einnehmen können, muss die Ebel-Kompanie Hügel 192 besetzen. Josef Panzer Schulz. Oder so. Hügel 192. Oha. Das wird bestimmt nicht einfach. Das ist schließlich ein Hügel. Hügel sind immer schwer einzunehmen. Na, gucken wir mal. Hügel 192, 11. Juli, Operation Cobra. Was ist los, Franks? Noch nie eine Leiche gesehen? Oha. Das war ja ein Massaker hier. Seit 3 Tagen versucht unsere Division jetzt schon Hügel 192 einzunehmen. Das deutsche Grenadierregiment 352 hält ihn, aber wir werden ihn erobern. Überall sind Heckenschützen. Das bedeutet, dass wir uns unter schwerem Beschuss den Hügel emporkämpfen müssen. Behaltet eure Flanken im Auge. Darüber hinaus bekommt das 352. aus diesen Ortschaften Verstärkung. Wenn es uns aber gelingt, diese Gebiete zu sichern, wird der Feind nicht mehr in der Lage sein, den Frontverlauf zu seinen Gunsten zu ändern. Die Deutschen werden diese beiden Straßen mit allen Mitteln verteidigen. Haltet euch so lange wie möglich fern davon. Die Eroberung von Hügel 192 wird kein Zuckerschlecken sein. Die Charlie Company wurde beim Sturm auf den Hügel vollständig aufgerieben. Jetzt ist es an uns, diesen Job zu erledigen. Viel Glück. Ja, danke schön. Das werden wir, glaube ich, brauchen. Wie gesagt, ich kann jetzt schon prophezeien, wir haben heute Donnerstag und ich wette, diese Folge wird noch bis Freitag dauern, sozusagen, ja. Ich werde bestimmt wieder die Zeit vergessen. Das ist bestimmt wieder so eine Mörderaufgabe hier. Okay, brauchen erstmal Panzer. Nachschublager. Hauen wir raus. Macht Platz.
Platz für ein Nachschublager. Es wird Zeit, einige Crowds umzulegen. Machen wir erstmal die hier. Okay, Hügel 192 oben, das ist das Ding da. Das ist Hügel Nummer 192. Wir holen uns erstmal hier die paar Punkte. Von mir aus können die Crowds jetzt kommen. Los, los, Bewegung, Jungs. Wir müssen uns erstmal die Umgebung hier heute sichern. Wir endlich Campen sichern. Da schicke ich lieber sogar zwei hin. In Ordnung, es geht los. Was? Gott, ich hasse Zeitlimits. Da ist die Charlie-Kompanie in einen Hinterhalt geraten. Wir sollten die Ortschaft erobern, um die rechte Flanke zu schützen. Von mir aus können die Crowds jetzt wir kommen. Das einnehmen werden. Und oh. Wehe, ihr schwitzt nicht. Da kommt noch der Crowd. Los, rein. Zusammenbrechen und in dieser Position wechseln, Sir. Zusammenbrechen und zu dieser Position. Feindbeschuss aus Richtung der Hecken. In Deckung. Feindbeschuss aus Richtung der Hecken. Die Crowd versteckt sich. Ah, verdammt. Runter. Schlag mit einem Bulldozer eine Schneise in die Hecken. Wir müssen die Crowds flankieren. Feindbeschuss aus Richtung der Hecken. In Deckung. Feindbeschuss aus Richtung der Hecken. Die Crowds verstecken sich in den Büschen. Runter. Schlag mit einem Bulldozer eine Schneise in die Hecken. Wir müssen die Crowds flankieren. Ja. Habe ich verstanden. Musst du nicht zweimal sagen. Okay, wenigstens den Punkt kann die Gruppe hier erobern. Die kriegen jetzt schon einen Orden von mir. Und die können sich das Ding hier holen. Oh yeah, baby. Wie lauten meine Koordinaten? So, direkt zurück in den Stützpunkt. Oh Mist. Panzerabwehrgruppe unter Feindbeschuss! Verdammt, behaltet euer Ziel im Auge! Feindbeschuss! Able Kompanie, wir müssen uns einen Weg durch diese Hexen bahnen. Fordert German Crocodiles an und erweitert sie um Bulldozer-Schaufeln. Nice! Hier nach und achtet auf eure Abstände! Alles klar! Naja, Crocodile ist eigentlich immer eine gute Idee. Nehmen wir noch. Ah, dafür reicht der Treibstoff nicht, war mir klar. Das war mir klar. Da brauchen wir Treibstoff. Nicht genug Treibstoff. Na. Alles braucht man Treibstoff. Wir haben kein Treibstoffdepot. Da ist ein Treibstoffdepot. Oder das Ding hier. Das Ding müssen wir erobern. Wie lauten meine Koordinaten? Oh! Der Kivis kann der Panzer damit hacken, Panzer fallen und andere schwere Hindernisse räumen. Bestätigt. Oh, geil. Nice, eine Planierraube. Aber er kriegt kein MG drauf, ne? Besser gegen Panzer und Fahrzeuge. M4 Sherman erhalten das als Verbesserung das stärkere M1A1C 76mm Geschütz. Diese Waffe hat einen geringeren Einschlagradius, im Gegenzug aber eine höhere Durchschlagskraft bei Panzerung. Das macht Sinn. Hier ist die Kavallerie. Es kann losgehen. Ach, ich probiere das einfach ganze Gebiet hier zu. Wozu habe ich den Calliope? Verbrennt! Verbrennt! Oh, der hat gesessen. Oh, wie schmeckt euch das, ihr Crowds? Ich mag mein Crowd nur mit Eisbein zusammen. So, holen wir uns das da. Verbrennt! Verbrennt zu Asche! Die Pause ist vorbei, es herrscht wieder Krieg, meine Herren. Die Köpfe unten. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Schick. Was haben wir diesmal hier zur Verfügung? Oh, 105mm Haubitze. Haubitze, nicht Haubitze. Ermöglicht es den Pionieren, die 105mm Haubitze auf das Schlachtfeld zu bringen. Nice. Das freut mich, ja. Das freut mich doch. Das erfüllt mein Herz mit Stolz. Ja, reicht nicht. Schade.
Es wird Zeit, dass wir Treibstoff kriegen. Munition kriegen wir gar nicht. Brauchen wir aktuell nicht, aber jetzt kriegen wir das erste Mal Treibstoff. Okay, der Straße bleiben wir erstmal fern. Wir bleiben hinter dieser Hecke. Den schicken wir zurück. Irgendwie habe ich Angst, dass er von da oben Panzer kommt. Ein Panzer. Oha. Zielposition gesichert. Wir haben die Sanitätsstation fertiggestellt. Okay. Verstärken die auch gleich, dann kriegen wir noch mehr Treibstoff. Also ein Erkundungsflugzeug hätte ich natürlich gerne. Wir machen das hier, Verteidigungsmanöver, dann kriegen wir Artillerieschlag und dann die 105mm Haubitze. Ich krieg keine Munition. Oh, ich hab Munition. Ah, nee, ich brauch Treibstoff dafür. Ha. Von mir aus können die Crowds jetzt uns mal gehen. Na los, meine Damen. Bauen wir das. Klappt das? Oh. Scharfschütze. Ein Scharfschütze. Es wird Zeit, einige Crowds umzulegen. Die Männer sind in Formation, Sir. Nochmal das hier. Wird's auf die Idee kommen. Wir verminen diesen Zugang. Bewegt eure Herrschaft, Männer. Leute! Der rennt einfach mal nach vorne. Und der kommt hinterher. Wir brauchen dieses Treibstoffdepot einfach. Das ist absolut notwendig. Das war's. Es wird Zeit, einen Crowd gefällig zu legen. Bewegung, achtet auf eure Abstände. Okay, dann. Die Minen haben wir. Oh, wir können eigentlich hier das machen. So viele kaputte Panzer. Ich hoffe, hier ist kein Panzer, kein Panzerpanzer, sondern nur Menschen. Ah, da ist ein Panzer. Panzer! Die Deutschen haben Panzer! Ja. Ich habe keinen Treibstoff. Eine der gesicherten Sektoren wird angegriffen. Wir brechen die Zelte ab. Bereit zum Angriff. Wir müssen uns auch verteidigen, das Problem. Ey, den Hügel werde ich niemals in 15 Minuten schaffen. Fresst Feuer. Das können auch kein German Crocodile sein, sondern ein German Dragon. Ja. Ja. Und was machen Drachen? Sie spucken Feuer. Oh. Verbrennen wir sie doch einfach mal. Na, repariert den doch mal. Ein Bunker. Können wir den ausräuchern? Ah ja. Oh, das funktioniert ganz gut. Das freut mich aber wirklich sehr. Leute, und wehe, ihr schwitzt nicht. Bewegt ihr
Ich habe leider keine Möglichkeit, hier die Einheiten mit Raketenwerfern auszustatten. Oh, das ist ein Mörser. Das gefällt mir nicht so gut. Jetzt müssen wir warten, bis das Ding hier zerstört ist. Bis die Leute da drin ausgeräuchert sind. Nice. Das ist der Mörser, den hole ich mir. Oh, das ist ein Panzer. Scheiße. Der kann keinen Hügel runterfahren. Boah, wie er da hochgesprungen ist, ey. So, das Ding holen wir uns jetzt. Auch ein paar Erfahrungspunkte, dann kriegen wir auch den Mörserbeschuss. 90 brauchen wir. Zielposition erobert. Heute dürfen wir endlich kämpfen. Oh, falsches Ding. Ich möchte das Ding einfach nur kaputt haben, hier ehrlich gesagt. Angriffsbewegung? Nee. Kann ich das Ding. Wäre schön, wenn ich es kaputt machen könnte einfach. Das wäre schön. Aber es geht leider nicht. Bewegt euch! Ah nee, da sind ja. Die da. Der scheiß Sniper ist da noch drin. Stimmt, kann ich den nicht einfach wegbomben? Probieren wir es doch mal. So, der Sniper sollte weg sein. Hm, gucken wir doch mal. Nein, der ist noch da. Der lebt noch? Der nicht mal Kratzer? Frechheit. Achtung, ein Goliath! Oh. Oh Gott, jetzt haben die auch noch Goliaths. Jetzt kommen die auch noch mit sowas an, ey. Die haben ja jeden Scheiß. Oh, jetzt habe ich gerade Treibstoff ausgegeben, ne? Jo. Jo, läuft. Mensch. Was mache ich denn? Rasieren wir erstmal da drin alles. Das Gebiet bomben wir jetzt mal zu. Weil hier sind bestimmt irgendwelche Leute stationiert. Ja, wo ist es doch? Da. Erwischt. Oh, der kommt gut. Der kommt gut. Na, haut er auch ab? Weiß nicht. Könnte durchaus sein. So, dann holen wir den mal dazu. Da geht man da. Dann rasen wir einfach hier einmal durch. Ne? Oh, ich hab gerade darauf geachtet. Wir haben schon wieder 24 Minuten für die Folge. Das geht ja ruckzuck hier bei diesen Missionen. Ja, ich habe dann gedacht, also damit beende ich diese Folge für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest Donnerstag und dann bis morgen. Cheerio!